Sei gegrüßt. Meine Herren, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber mir ist von all der Begrüßerei die Kehle ausgedörrt. Bemerkenswert, wo du doch gar nichts gesagt hast. Weisheit spricht aus Rittersporn. Eine Runde für alle. Ich würde gern mit euch trinken, aber Saskia liegt vergiftet da nieder und jeder Augenblick ist kostbar. Sag, wie können wir dir helfen? Habt ihr vielleicht von einer Pflanze gehört, die Zwergimmortelle genannt wird? Ob wir davon gehört haben? Haben Säue enge Ritzen? Oh, haben sie die Skats. Ist nur so eine Redensart. Ja, die nur du kennst. Also die Immortelle, Hexer. Die wächst gerne bei Anthrazit- und Alumosilikatlagern. Philippa braucht sie, um Saskia zu heilen. Verdammt seltenes Gewächs. Naja, nicht weit von hier ist eine Grube. Wer weiß, was du da tief unter der Erde findest. Ist diese Grube weit weg? Ach, woher denn? Sie ist in Wergen selbst, im oberen Teil. Für den Ausflug habt ihr euch ja ziemlich erwärmt. Aber nicht erwähnt, dass die Grube geschlossen ist. Sie ist zu, das stimmt. Aber es wird Zeit, sie auszuräuchern. Das ganze unterirdische Geschmeiß zu beseitigen. Wovon sprecht ihr? Vor einem Monat fingen die Bergleute an zu verschwinden. Wir wollten eine beherzte Mannschaft hinschicken, aber Saskia erhob Anspruch auf alle Soldaten. Also haben wir den Schacht geschlossen, damit dieser Abschaum nicht in die Dörfer gelangt. Da kommen wir ja gerade recht, was, Geralt? Eindeutig. Gehen wir. Jawohl. In guter Gesellschaft kann uns kein Monster schrecken. Was ist mit dir, Sheldon? Begleitest du uns oder willst du lieber deinen Kleinen wegstecken gehen? Dem läuft das Futteral schon nicht weg. Ich komme mit. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Wir treffen uns am Eingang der Grube. Darum geht's denen. Okay, coole Sache. Dann können wir das Ganze zusammen mit denen machen. Das ist ja schon mal cool. Reden wir vielleicht noch mit Rittersporn. Aha, jetzt geht's. Gut, dass du hier bist, Geralt. Was reimt sich auf wir? Ich bin kein Dichter. Nein, das ist nicht so toll. Du hast doch sonst manchmal gute Ideen. Hier. Genau. Schreibst du eine Ode an deine neue Flamme? Besser. Ich schreibe eine neue Hymne für Vergen. Willst du die erste Version hören? Nein. Also dann. Brüder auf die Gleichheit lockt, da wird nicht mehr herumgehockt. Die Fahnen flattern frei und froh, den Eid sprech ich in Jubilo. Komm mit uns und ergreife, Bruder, mit dem rechten Mut das Ruder. Denn im Herzen weißt auch du, wir halten auf die Freiheit zu. Seit an Seit marschieren wir, und Zwerg und Elf sind mit uns hier. Gemeinsam geht es auf den Feind, bis das für uns die Sonne scheint. Wie gefällt es dir? Reimt sich. Na gut. Dann lass mal hören, was du rausgefunden hast. Eines ist sicher. Leto ist nicht auf dieser Seite des Nebels. Wenn du den Königsmörder jagen willst, hättest du mit Roche in Hensels Lager gehen sollen. Ich bin zwar auf der Suche nach Triss, aber das heißt nicht, dass ich Leto vergessen habe. Warum liegt dir so daran? Ist ja nicht dein Stall. Sind doch nicht deine Hühner. Leto weiß viel über mich. Er könnte mir helfen, ein paar Dinge zu verstehen. Bist du sicher, dass du alles wissen willst? Wir werden sehen. Nehmen wir an, du schnappst ihn. Was dann? Puh, keine Ahnung. Zuerst will ich die Wahrheit wissen. Vielleicht kann er mich überzeugen. Vielleicht schlage ich ihm auch den Kopf ab. Ich kann mich an immer mehr erinnern. Lose Fetzen, aber sie fügen sich allmählich zusammen. Was ist dir denn eingefallen? Eine Reise und dann eine endlose Wanderung in den Süden. Yennefer hinterher. Und der wilden Jagd. Ich weiß nicht, wie lange. Es war kalt. In den Dörfern, die ich auf meiner Reise passierte, lebten nur alte Menschen. Aber niemand wollte mir erzählen, was mit den Jüngeren, den Kindern, passiert war. Aus einem Greis bekam ich heraus, dass sich Wölfe in der Gegend herumtrieben. Ertrunkene und Moderhäute. Über die wilde Jagd wollte niemand sprechen.
Hast du sie eingeholt? Keine Ahnung. Hast du eine Spur? Noch nicht. Du hast elfische Gedichte über die Jagd erwähnt. Ich sagte, dass es vielleicht welche gibt. Ältere. Ich kenne keine, aber sieh dich in der Gegend um. Vielleicht stolperst du ja über eins. Mit den Erinnerungen kommen auch die Gefühle wieder. Ich glaube fest daran, dass Yennefer lebt und ich sie finden werde. Triss, Yennefer, du bist zu beneiden. Ich weiß weder, was mit Yennefer ist, noch ob Triss noch lebt. Tja, von zwei Frauen hast du gerade keine. Aber solche Frauen sind zäh. Ich werde Triss finden. Lebendig. Was ist mit Yennefer? Das weiß ich erst, wenn ich sie treffe. Jorvet hat sich verändert, nicht wahr? Dieser Ort verändert alle. Nur dich natürlich nicht. Solche Veränderungen mag ich nicht. Ich traue ihnen nicht. Dann bist du dumm. Saski hat Jorvet eine Chance gegeben. Und wenn er die nutzt, kann er endlich aus seinem Loch kriechen. Mehr noch, wenn er jetzt geschickt vorgeht, werden die Menschen die Vergangenheit vergessen und ihn respektieren. Ein unabhängiges Pontatal könnte bedeuten, dass Jorvet sich vom Banditen zum Ritter wandelt. Dann ist es doch kein Wunder, dass er sich ändert. Mein Kind würde ich ihm zwar nicht anvertrauen, aber er ist auf einem guten Weg. Bist du jetzt Hofpropagandist? Hier gibt es gar keinen Hof. Das ist doch das Beste an diesem Ort. Die Leute folgen Saskia freiwillig, nicht aus Zwang oder wegen der Etikette. Du neigst zu extremen Ansichten. Und du neigst dazu, jede erhabene Idee in den Dreck zu ziehen. Ich bemühe mich, die Dinge nüchtern zu sehen. Aber du hast dich uns angeschlossen. Oder nicht? Im Augenblick bin ich auf Vergens Seite. Du willst keine Verpflichtungen eingehen, wie? Vergen ist aber keine Hure, die man nach dem Vögeln links liegen lassen kann. Ich passe eben auf, dass Fräulein Vergen mich nicht aufs Kreuz legt. Mit anderen Worten, leck mich an der linken Arschbacke, leck mich an der rechten, aber bloß nicht dazwischen. Das ist deine Haltung. Wenn ich dieses blöde, romantische Leuchten in deinen Augen sehe, weiß ich schon, dass ich dich aus irgendeinem Schlamassel befreien muss. Ich pfeife auf deine Hilfe. In dieser Gegend gibt es alle möglichen Menschen, Zwerge und sogar Elfen, die für mich durchs Feuer gehen würden. Hoffentlich hast du recht. Okay. Gut, dann machen wir jetzt auf den Weg zu dieser Grube oder was auch immer, die ja noch zu ist, in der wir dann diese Pflanze da finden sollen. Ich habe den Namen vergessen, Immortelle oder irgendwie so. So, sehen wir jetzt unseren Zielort. Aha, jetzt sehen wir den auf der Karte. Der Kriegsrat war ja irgendwie nicht eingezeichnet. Weiß der Teufel warum. Ich denke mal, wir müssen dann hier hoch, oder? Er hat ja auch gesagt, dass wir in der obersten Schicht von das Gesicht von Vergen. So, da hinten. Achso, jetzt sind wir wieder in diesem Kastell der drei Väter. Jetzt müssen wir scheinbar da lang. Und nehmen doch direkt mal das mit, was hier in der Kiste ist. Und was da in der Kiste ist. Was in dieser Truhe da ist. Ne, gut, war hinten dran, aber ist egal. Was hat denn für eine dicke Frau? Ne, hier sind wir falsch. Wie kommen wir denn da hin, wo wir hinwollen? Achso, ne, da sind wir hier falsch, ja. Da müssen wir einen anderen Weg gehen. Also wieder hier runter, super. Ach, wir können hier scheinbar auch weitergehen. Ah, da mussten wir... Ah, wir mussten, glaube ich, sogar hier lang. Und da vorne steht dann auch die Truppe. So wie das aussieht. Dann speichern wir hier vor mal gerade noch. Da lädt er wieder lang, das Menü. Lalala. So, und zack. Und weiter geht's. Reden wir mal mit ihnen. Ja, da müssen wir halt mit ihnen hier. Mit ihnen der reden. Hexer ist an Bord. Wir können anfangen. An die Arbeit, ihr bärtigen Kameraden. Öffne den Schaft, Skax. Wenn ihr mit diesen Ungeheuern aufräumt, wird euch ganz Vergen dankbar sein. Wir kriegen bestimmt ein bisschen Geld zusammen. Wir werden es uns merken, Cecil. Na, wie sieht's aus, Sheldon? Können wir rein? Langsam, Geduld, nicht mit der Tür ins Haus fallen. Auch bei solchen Gruben muss man zart zu Werke gehen, damit sie einen warm und feucht empfangen. Du und dein Geschwafel, Sheldon. Okay. Ja, gehen die jetzt mit oder nicht? Ich habe auch, die gehen mit da rein.
Okay. Ach, sie gehen auch mit. Ja, mach Licht an. Geht's denn jetzt weiter? Ah, da. Öffnen. Ah, okay. Wow, relativ dunkel hier unten. Vielleicht sollte man einen Katzentrank anmachen. Armer Hund. Sie müssen ihn im letzten Moment erwischt haben. Liegt hier einer oder was? Ja, da liegt irgendeiner. So, da ist noch was. Ach, nee, da liegt der Typ. Vergiftete Harpienkralle. Oh Gott. Sind da Harpien drin oder was? Ich glaube, ich habe was gehört. Ja, sie sind ganz nah. Kommt mit. So. Hier sieht man relativ wenig. Muss man mal sagen. Axi-Zeichen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie einen hier von denen auf unsere Seite bringen können. Zack. So, einer ist bei uns, der kämpft jetzt mit uns. Und dann machen wir mal den Rest Platz hier in dem Dunkeln. Ich hoffe mal, dass mein Video genug sieht. Aber ich sehe selbst kaum was. So, was ist denn jetzt? Was war das denn? So. Da haben wir aber einiges an Leben verloren hier. Verdammtes Aster, hat nicht viel gefehlt. Was war das? Leichenfresser. Wir haben ziemlich viele niedergemacht. Da muss irgendwo ein Nest sein. Zeig dich. Dann zeig ich dir meine Axt. Na super, ein ganzes Nest von diesen Viechern hier. Dann wird er immer noch nicht so stinken wie du. Können wir nicht irgendwie eine Fackel anmachen oder sowas? Gibt's das hier? Nee, ich glaube nicht. Wir müssen jetzt da hinten lang. Ja, hier.